Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Input der Gemeinde Life Unlimited. Mein Name ist Volker Zwing. In meiner Bibel haben die Psalmen eine Überschrift und bei Psalm 146 steht Gottes ewige Treue. Wir Menschen neigen ja dazu, bei jeder neuen Herausforderung immer zu denken, ob Gott mir auch diesmal hilft. Den Jüngern ging es oft auch so. Ihr kennt vielleicht die Geschichte der Speisung der 5000, wo Jesus den ganzen Tag mit einer großen Menschenmenge zusammen war und dann wollte sie abends nicht einfach so gehen lassen. Und dann war aber zum Essen nur 5 Brote und 2 Fische da. Und Jesus nahm das und hat Gott dafür gedankt und angefangen, das auszuteilen. Und dann steht in der Bibel, sie wurden alle satt. Und die Jünger haben das mitgekriegt. Und Jesus hat dann zu seinen Jüngern gesagt, fahrt mit dem Boot schon mal voraus, ich komme dann nach. Und auf dem See kam dann aber ein Sturm auf und die Jünger kamen in große Not. Und dann kam Jesus ihnen auf dem Wasser entgegen. Und dann steht in der Bibel, und Jesus sprach zu ihnen, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und trat zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren auch durch die Speisung mit den Broten nicht verständiger geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Da erschrecke ich jedes Mal, wenn ich das lese, weil ich nicht will, dass mein Herz verhärtet ist. Und ich habe in meinem Büro einen Zettel aufgehängt, der mich immer an Gottes Treue erinnert. Und da möchte ich euch kurz davon berichten, was es mit diesem Zettel auf sich hat. Ich habe mal Mathematik studiert und gegen Ende meines Studiums kam ich wirklich an meine Grenzen. Und ich musste dann aber noch an einem Seminar teilnehmen. Da ging es um die mathematische Beschreibung mehrdimensionaler Räume, also was völlig Abstraktes. Und es war so, dass jeder Student ein Thema bekam, das musste dann ausarbeiten und dann einen Vortrag halten vor allen Mitstudenten und vor dem Professor. Und schon bei den ersten Vorträgen war klar, dass der Professor hohe Ansprüche hatte und dass der cholerisch veranlagt war. Und er war von Anfang an nicht zufrieden und ich war dann als 4. oder 5. dran. Und in der Vorbereitung habe ich schon gemerkt, ich verstehe das nicht richtig und ich habe mich echt reingekniet, aber ich kam da an meine Grenzen. Und dann habe ich gebetet und gesagt, Gott, hilf du mir. Und jetzt muss ich halt kämpfen wie ein Löwe. Und als dann mein Vortrag stattfand, da habe ich schon gesehen, in den ersten paar Minuten, dass der Kopf von dem Professor immer roter und roter wurde. Und auf einmal ist er explodiert und ist aufgesprungen und hat geschrien, jetzt reicht's, das lasse ich mir nicht länger bieten und Sie brauchen nicht mehr zu kommen. Und ist dann einfach aus dem Raum raus. Und nachdem sich der erste Schreck bei mir gelegt hat, habe ich gedacht, ich möchte dem Professor wenigstens sagen, dass ich mich echt bemüht habe und dass ich es einfach nicht besser hingebracht habe. Und dann bin ich zu ihm hoch mit klopfendem Herzen und habe ihm das versucht klarzumachen. Er hat mich dann nur angeschaut und gar nichts gesagt. Und dann bin ich gegangen und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich soll weiterhin an den Vorträgen teilnehmen. Das habe ich dann auch gemacht bis zum Schluss. Und als dann der letzte Termin kam, da haben alle ihr Zertifikat erhalten und sind dann alle rausgegangen und nur ich blieb noch sitzen in dem Raum und dann kam der Professor zu mir und hat gesagt, wenn Sie mir das nochmal sauber schriftlich ausarbeiten, dann bekommen Sie das Zertifikat. Und das habe ich dann gemacht und dann konnte ich mich zu meiner Abschlussprüfung anmelden und habe einige Monate später mein Studium erfolgreich beendet. Und so hängt der Zettel bei mir im Büro und erinnert mich immer an Gottes ewige Treue. Tschüss!